So, Zeit für Shop-Update. Oh, ein Spinnpaket ist drin anscheinend. Das kenne ich noch nicht. Also, ich kenne die. Den Skin, der war schon öfters drin, aber. Spinnpaket wird mir jetzt nichts. Zwei, sechs. Nee, 2,6. Für 2, ja, geht eigentlich schon klar. Das als Hängegleiter will ich gar nicht. Oldschool, fühle ich schon. Ja, sonst. Das ist das Spritzer Spektrum. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die war vor kurzem wieder drin gewesen. Ja, genau, war vor kurzem drin. Es gibt ja schon einige hässliche Lackierungen, aber ich muss sagen, die sieht schon sehr hässlich aus. Also, nee, muss ich eher sagen, ich fühle das Spinnpaket gar nicht. Rote Jade. Und Sternfunken. Oh, die hat jetzt auch ihren eigenes Paket bekommen schon. Oh, sonst dauert das eigentlich immer ein bisschen. 1,6, ja, würde ich sagen, nicht schlecht. Ja. Schöne Sternchen. Weiß gar nicht, ist die mal mit drin, die Lackierung, oder nicht? Es gibt so viele, da hätte man einen Überblick gar nicht. Weiß gar nicht, hatte die auch ein Paket? Ich glaube nicht. Ist alles Pakete hier. Mann, nee, ich meine, die hat so ein Paket mit. Mit diesem anderen da noch. Aber warum kommt die jetzt hier als normales Paket rein? Oder? Ich kann voll durcheinander schon, ey. 1,5 geht noch so. Also wir haben nichts Neues, aber dafür haben wir Spinnpakete. Also ein Spinnpaket und mehrere andere Pakete, wo sich das so ein bisschen lohnt, sag ich mal, für diejenigen, die diese Skins haben wollen, mit Paket. Assassinen. Paket. Was dies im Tick? Oh, das ist das tägliche? Nein. Nein, aber was ist denn? Ach so, verstehe. Ist heute Girls' Days? Weiß ich gar, wusste ich gar nicht. Wir feiern Frauen, nämlich. Ist heute Girls' Days? Ich muss mal gucken. Das steht ja nicht umsonst da. Day 2023. Sag mal. Nix gesagt. Ist das heute? News. Es steht hier nichts dran. Kann ja nur sein, dass das heute ist. Ich weiß nicht. Ich gehe stark davon aus, dass heute Girls Days ist. Also von daher, anders kann ich mir nicht vorstellen, warum jetzt da oben das alles steht. Mächtiger Hieb. Okay. Stachel.
Was hat das? Ach egal, das Katzenzettel dazu, genau. Kaugummi-Bomberin. Ja, muss heute Girls Day sein. Anders geht es nicht. Obwohl, würde Sinn machen, 9. März. Echt, ja. Nein, das war ja immer Mittwoch gewesen. Mal sehen, ob hier ein seltener Skinball ist. Müsste der Shop ja heute randvoll mit diesen Skins sein. Murase. Gesamte. Da die war ja, weiß nicht, die kommt hier immer in fast täglichen täglichen Shop. Und hier kommt jetzt wieder vorgestellt. Ja. Vielleicht sind das oben die Skills, die halt lieb sind, aber die Gesandten, ich würde sie jetzt nicht dazu zählen. Ein bissiger Taucher, ich weiß nicht, der war schon etwas längere Zeit nicht mehr drin. Straßenpaket ist auch drin. Die dunkle Diener kann man dann. Ich mach das so, als darauf zu warten. Ich habe hier eben gemerkt, es dauert hier ein bisschen. Der Sumpfritter ist immer noch drin. Cool. Das heißt, er wurde gekauft. Sonst wäre er nicht dreimal in Folge drin. Der ist jetzt zwar noch im täglichen drin. Aber ich bin gespannt, ob der nicht morgen wieder raus ist. Oder noch drin bleibt. Ich finde den ja nicht schlecht, also ist ja ein LDW-Skin. Hätte jetzt nicht gedacht, dass er 800 kostet. Ich dachte, das wäre jetzt so ein legendärer Skin, weil er halt ein Ritter ist. Und Ritter sind ja allgemein immer legendär. Roter Zacken, wow. Oh, roter Zacken, wo diese Pickaxe war längere Zeit nicht hier drin, das weiß ich. Oh, das weiß ich noch. Da muss ich mal kurz gucken. Wo ist das? Doch nicht. Die war vor 101 Tagen das letzte Mal drin. Hä? Ich meine, die waren längere Zeit nicht mehr drin gewesen. Sauerbrand war letztens schon drin. Verdienter Sieg. Sonnenspross war jetzt 200 Tage nicht mehr drin. Der ist jetzt nur noch bis morgen drin. Die Season wurde aber verlängert bis zum 10. Also am 10. um 8 Uhr gehen die Server down. Und dann dauert es doch 6 Stunden, bis sie wieder an sind. Aber ich denke mal, Epic Games macht halt schon mal kurz einen Prozess und sagt, alles, was jetzt so noch an Aufträgen offen sind, die werden jetzt, gehen jetzt morgen halt raus. Oder obwohl, ist das nicht heute? Ja, heute ist es.
Wieso ist der da noch drin? Wie lange ist er denn noch drin? Er müsste eigentlich schon raus sein. Oder er bleibt wirklich bis zum 10. drin. Creed, Horizon Zero Dawn noch drin. Der Marvel Shop ist immer noch drin. Wann soll der denn drin bleiben, bis die Season zu Ende ist oder was? Stimmt. Ja.